Sonne, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 17. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt mit dem 17.1 Neustart, das wird auch definitiv der letzte bleiben. Es sei denn, wird ausdrücklich gesagt, du musst neu starten, ja. Letzte Folge haben wir ja aufgehört, irgendwo hier unten, genau, da ganz, ganz unten. Ich zeig's mal hier unten, irgendwo wir gespawnt sind, hier im Kackerbiom, ne, da war die Chemiestation, hier war der Trader. Ich habe ja dann gesagt, ich gehe einen Punkt suchen. Es ist sehr weit geworden, wie man gesehen hat. Hat aber den Vorteil, gut, ich gebe es zu, ich bin geflogen, ja. Ich habe mir aber sonst keinen Vorteil erarbeitet, indem ich mit dem Gottmodus Zombies umgeklatscht habe oder sonst was. Nein, haben wir natürlich nicht gemacht. Ich bin einfach nur geflogen, damit es was schneller geht. Ich stehe jetzt hier oben auf dem Hügel. Hier könnte man eigentlich sehr, sehr geil irgendwie so ein Aussichtshaus draufbauen später. Wenn man mal guckt. Stadt. Da hinten irgendwo hat man sogar auch noch ein paar Gebäude gesehen. Stadt. Irgendwelche Riesengebäude. Da unten sind Häuser, kann man looten. Hier ist eine gigantische Stadt, kann man looten. Da ist alles voll. Also hier ist mehr als genug zum Looten. Wir werden jetzt mal hier runtergehen und uns im Grün irgendwo ein Haus suchen, wo wir uns niederlassen können, denn es ist schon 6:15. Wir müssen langsam mal weitermachen hier. Dass wir zumindest noch das Haus geräumt kriegen, wo wir... Schnauze. Wo wir uns drin aufhalten wollen. Ohne uns ein Bein zu brechen möglichst. Das wäre fatal. Denn wir haben noch ja nichts hier. Und ich will hier nicht rumkrabbeln von wegen, oh, mein Bein. Hack ab, pass zwei. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo was Schönes finden. Ich hab nämlich keine Ahnung, du. Da kommen sie schon wieder. Guck, da unten latschen sie alle. Die werden wir jetzt direkt mal zerlegen. Obwohl, ne, wir zerlegen die nicht. Wir haben keine Zeit. Kommt eh wieder von alleine. Müssen wir... Eine Farm. Hier ist direkt eine Farm. Aber die kriegen wir gar nicht gehalten. Das ist alles nur Holz, ne? Das hier wäre nicht verkehrt. Da oben haben wir was. Oh, das ist wieder so ein Riesenhaus. Das ist... Ah, oh, nee, das ist mir zu viel. Guck, er kommt schon. Er kommt schon. Ich will diesen Teppich nicht kaufen. Lass mich liegen. So. Gehen wir mal da hinten gucken. Also gut zu wissen, hier ist die Farm, das können wir alles zerlegen bzw. plündern. Hier können wir schon gut unsere Crops anpflanzen dann später. Kleine Wollen wir da reingehen? Aber das hält auch nicht viel aus, ne? 300, vergiss es. Das wäre natürlich geil da oben im Turm. Aber wenn die nur 300 aushalten, so schnell kannst du ja gar nicht gucken, wie die kaputt sind. Schau mal hier, Autos. Außenposten, Zelte. Also viele gute Häuser sind hier nicht, ne? So wie es aussieht. Da kommt wieder die Krankenschwester. Munition. Ich hätte jetzt gelacht, wenn ein Mining-Helm drin gewesen wäre. Hau ab. Blöde Kuh. Auch keine Behandlung. Nicht in Ruhe. Ich meine, das hält viel aus, ne? Aber ich weiß nicht, wie viel Platz da drin ist. Goldene Glasscheibe. Das heißt Platz. Natürlich der Stacheldraht drumherum. Das ist gut gesichert. Nicht, dass hier auch noch Minen liegen. Und Ede wieder reinrennt. Hoch hier. Ich will gucken. Nee, das ist viel zu groß. Das ist ja auch noch alles in Erde. Ein Rocker. Der Rocker vom Hocker. Okay. Was ist das hier? Das sieht nur aus wie ein Schrottplatz, ne? Kann es ein Schrottplatz sein? Jetzt haben wir schon 19 Uhr. Wir sollten langsam mal weitermachen. Ja, komm her. Klein Timmy, halt's Maul. Der will auch kommen. Du bleibst liegen. Ruhe. Auch vor die Omme hier. Können wir da so viel looten hier? Wir können looten. Alles looten. Looten hier. Munition. Da könnten wir drauf gehen. Oder wir gucken mal, was hier hinter ist. Das hat auch alles nicht viel hier. Das. Bikes. Okay, weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal ein paar Holzrahmen. So. 10 Stück machen wir mal. Nee, du kommst hier. Lass mich bloß in Ruhe. Wo sind sie? Hier. Hau mal hier hin. Ach, halt's Maul, du blöde Kuh. Ich will nur gucken, was du. Aber ich tippe mal auf Hunde. Ich tippe stark auf Hunde. Hier oder da? Da kloppen sie schon alles kaputt.
Na komm, Isula will zu uns. Halt's Maul. Ziehen Sie sich mal was an, ist kalt hier. 90 Grad Winkelnippel. Psst. Wie laufen Sie denn hier rum? Sind Kinder unterwegs hier? Unglaublich. Wir gucken mal, wir gehen jetzt einfach hier rein. Wir haben ja eine Magnum. Hinten läuft. Okay. Da liegt schon einer. Magnum ist nur für den Köter. Hui. Ah, komm her. Schön, danke. Was da hinten rumrennt, ist mir egal. Kochtopf haben wir. Haben wir hier irgendwo eine. Ach, da liegt noch einer. Trader Joe. Wo ist der Eistee? Müssen wir ein bisschen schneller machen. Einfach damit wir hier aufs Dach kommen bis 22 Uhr. Aber da kriegen wir noch hin. 59 Benzin. Was soll ich denn damit? Was soll ich damit? Ich glaube, da oben rennen die rum. Ne? Wie viel Schuss haben wir? 6 und 8 sind, lass mich lügen, 4, 10, 4, 14. Ja, bitte, kloppt alles kaputt. Immer gucken, wie viel die hier haben. 1200, das ist nicht viel. Aber die sollen ja auch nichts aushalten. Das soll ja nicht unser... Was hast du denn da oben? Geht's noch? Komm, ich helfe euch mal. Das soll ja nicht... Du kleiner Schlawingel. Ich glaube, das hackt. Die nächsten runter da liegen bleiben. Weißt du, jetzt willst du ihnen die Türe aufmachen, dann kommen sie von der Seite. Schweinebacken. Oder wir bauen das Ding hier einfach zur Festung aus. Können wir ja auch machen. Wenn wir die Kollegen da alle raus haben. Geil, lila Latzhosen. Da kommen einige raus. Aha, guck mal da. Gülligert. Gülligert. Juhu. Hallo! Hä? Wie viel hält der Typo aus? Spinnst wohl, lass das. Ah, hinlegen. Kommt da hinten auch noch einer? Da hält ein Hirsch oder so rum. Nice. Komm, Fetti, lass es. Lass es sein. Bringt eh nichts. Rasen zusammen kloppen, okay. Oh, mal liegen hier. Blöde Kuh. Oh, lass mich ran. Ist das Reh weg? Das ist da durchgerannt. Dann rast dich aber aus. Wo ist es hin? Kannst mich mal. Mein schöner Ast ist jetzt gleich kaputt. Unglaublich. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Der ist da drüber gehüpft. Wo ist mein Reh hin? Als Maul da draußen. Was war das denn? Irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Was ist das? Ah, eine Machete. Sehr gut. Sehr gut. Macheten gehen in Ordnung. Voll klar. Tatsache, ist weg das Vieh. Aber das muss hier noch irgendwo rumrennen. Muss ja ganz in der Nähe sein. So. Kommt da noch mehr? Sieht nicht so aus. Ast reparieren. Jetzt kloppen sie da schon wieder rum. Weißt du, statt sie reinkommen? Nee, da ist ein Loch. Du kannst durchgehen. Nö. Ich klopp hier alles kaputt. Kochtopf, danke. Große Danke. Wir müssen uns erstmal direkt einen richtigen Knüppel bauen hier. Da sitzt noch einer. Du doch eher als Maul.
Und jetzt einer runter, wetten wir? Du wolltest liegen bleiben, Kollege. Da ist nichts drin. Ja, gerne, können wir gleich lesen. Müssen uns beeilen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber hier alles am Durchsuchen, ne? Die Tür kann zubleiben. Okay, danke. Da wurde aber auch umgeklopft, oder? Sieht nicht so aus. Natürlich blöd, wenn hier alles gesperrt. Willst du mich verarschen? Weißt du, was wir machen? Leck mich am Arsch und hier ist alles. Uhu. Du kannst einfach so rein. Na toll. Dann haben wir hier den Rand, dann framen wir uns jetzt hier hoch. Pass auf. So. Hep. Hep, 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 hep. Hep, 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 ja. Achtung, Geierinvasion, wetten wir? Oh, hier ist eine Tür, das ist natürlich Kacke. Das ist mehr als Kacke. Aber ich meine, funktioniert die? Nein, natürlich destroyed, das war ja klar, ne? Wäre zu einfach, wenn die funktionieren würde. Das könnte man sich schon schön machen. Ist gesperrt. Wer ist da drin noch? Ich sehe keinen. Müssen wir gucken. Hermachen. Hermachen. Gib mal her. Ganze hergeben. Wir müssen jetzt... hoch. Sieht nicht so aus. Wo kloppt die Alte denn rum? Da hinten rum. Oh, schlimm. Komm, wir setzen mal gerade den hier aufs Dach. Bitteschön. Und den Landclaim-Block, dass wir immer Ruhe haben. So, als Kopfkissen. Und jetzt gehen wir mal gerade aufräumen hier. Da kommen sie doch schon. Wo kommt ihr denn alle her? Himmelwusi. Geht's noch? Nix, Fackel, gib mir den. Jetzt reicht's aber hier. Du auch. Juhu. Unglaublich, ey. Diese Randaleros, ey. Unglaublich. So, da ist Ruhe, das heißt, die kommen jetzt. Von wo kommt ihr bitte alle her? Von wo? Oh, tot. Tot. Ist jetzt mal Ruhe hier. Ja, haben die das kaputt gehauen. Okay. Dann kamen die alle hier raus. Gucken wir gerade mal. Kommen viel zu einfach hier rein. Viel zu einfach. Guck, da ist schon der Nächste. War hier irgendwo eine... Hier ist komplett offen, weißt du. Also. Besser kann man es gar nicht treffen, ne? Mit dem, was wir bauen wollen. Viel zu groß. Ja, klopf wieder rum. Oh, bitte. Guck, da kommt der Nächste. Eieieiei. Holzrahmen, bitte. So, mach mal. Machen direkt alles voll hier. Geh mal her. Und können wir das hier so zumachen? Theoretisch ja. Praktisch hauen die das eh weg. So, mal gucken. Ob wir Ruhe haben. Jetzt sehen wir das. Jetzt können wir wenigstens schon mal in Ruhe hier ein bisschen was zerlegen und so. Aber wo kommen die auf einmal alle her? Keiner weiß es. Da hinten ist kein Haus mehr. Guck, da sind sie schon wieder am Kloppen. Wir haben jetzt gleich Spaß. Mal schnell Punkte verteilen, bevor wir es gleich nicht mehr können um 22 Uhr. Wie viel haben wir? 2. Muli wollten wir erstmal nicht, ne? Nein. Flurry of Blows. Die Attack Speed. Strength müssen wir machen hier. Genau. Kauf mal, kauf mal.
Bitteschön, 10% mehr Schaden. Jetzt können wir hier gucken, was wir zerlegen können. Stoffkopfschutz. Ziehen wir den mal an. Besser als das Ding. Mach weg. Eile haben wir. Eisen haben wir da. Hier, die können wir zerlegen. Oh. Können wir nehmen. Ich nicht glaube, dass sie viel Schaden machen wird. Blöden Tannenzapfen kannst du wegwerfen. Das hier können wir mal essen. Einfach damit wir mal den Magen haben hier. 405, was? Okay. So. Kochtöpfe können wir auch mal zwei zerlegen. Einfach, dass wir hier an Eisen kommen und einen vernünftigen Knüppel bauen können. Da sind sie doch. Wisse. Wusste es. Juhu. Komm hoch. Komm, komm. Das ist ganz schön vor die Mappe. Wenn die uns in Ruhe lassen, geht das ja. Gib mir mal gerade die Fackel. Wo war die? Ich will hier was sehen. Brauche ich die Fackel hingepackt? Da kommt sie. Ich finde die Fackel nicht mehr. Doch, da ist die Fackel. So. Pack mal dran. Bitteschön. So, gib mir die Magnum wieder. Piss dich. Kein Bock auf den Lab. Ja, genau. Mach die Beine breit. Die Deivel. Hallo. Ihr dürft auch hochkommen. Ach komm, gib mir die wieder. Bringt eh nichts. Oder wie gehen sie präventiv kaputt hauen? Wir drinnen sind die dran. Machen wir mal so. Jetzt war von 12 bis Mittag, aber egal. Oh Mann. Schlimm dürfte das eigentlich nicht werden, die Nacht. Wir wären doch besser auf das andere gegangen, ne? Auf das andere Dach. Aber okay. So ist das Leben. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne? So, wir sehen nicht wirklich, wenn da wer hochkommt. Wir machen mal so. Jetzt sehen wir, wenn da wer hochkommt. Wie viel haben wir? 58, okay. Das reicht nicht. Wenigstens haben wir schon Mushroom Spores. Das können wir zerlegen, das können wir zerlegen. Das kommt hier raus. Kannst du gar nicht zerlegen. Das können wir zerlegen. Trinken müssen wir mal was, ne? Nutz mal. Fleisch haben wir noch gar keins. Schade. Echt schade. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Was willst du machen? Das musst du zerlegen. Verrottendes Fleisch. Wir behalten es erstmal. Wer weiß, wofür wir das gebrauchen können. Einziges, was wir kann, ist die Farbe. Die will ich sowieso nicht. Golden Rod Flower. Hier mit der Overall. Okay. Jetzt sehen wir schon aus wie hier Tim Klitsch von der Nudel-Range. Pass auf, lesen. Was haben wir hier? Ah, kannst akzeptieren. Ein Messer. Das ist ein Messer. Ne? Schrei doch nicht so rum. Obwohl, jetzt machen wir Geräusche wie die Zombies. Boah, die gehen mir auf den Sack, ne? Die gehen mir echt auf den Sack. Komm hoch! Komm! Können wir uns ja noch gerade hier machen, so. Lalalala. Na, wo seid ihr, Freunde? Da kommt er, da kommt er. Hopp, 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 hopp. Ja. Komm, put, put, put. Runter. Das ist meins hier. Und ab. Du spinnst wohl. Ist das natürlich stockefinster bei euch? Ihr seht gar nichts. Ihr seht gar nichts, aber wirklich null. Hier siehst du so ein bisschen. Super. Oh Mann. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich sehe gerade sowas. Was hier hängen lassen? Da unten latscht schon wieder einer rum. Warum latscht da einer rum? Aber man sieht's, so schlimm sind die auch nicht, ne? Okay, Treasure, 1,5 Kilometer. Da hinten, natürlich, im zerstörten Gebiet, ne? War ja klar. Oh, Ruhe. Wo ist er? Komm, hoch, hoch.
Erleuchtet was? Da ist ein Fass oder so. Sieht man das? Ja, guck mal, so sieht man das ganz, ganz leicht. Ach, Ludmilla, halt's Maul. Leuchtet auch was im Haus? Und das so ganz, ja, das sieht man ganz, ganz leicht. Ganz, ganz leicht sieht man das. Eigentlich schön. Ist natürlich nur blöd, dass man hier so Treppen nach oben hat. Ach ja, schade. Sehen könnt ihr auch nichts. Gehen jetzt mal proaktiv hier jagen. Hallo? Die Tür ist kaputt. Ein Krabbler. Really? Oh, halt's Maul. Stehen noch? Alle Türen. Super. Ach nee, das ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd, wirklich. Ja. Nee, nee, nee. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt Folgendes hier. Ich meine, wir stehen sowieso nur hier rum, ja? Wir stehen nur hier rum und warten, dass hell wird. Machen wir gerade 4 Uhr morgens. Oder von mir aus. Warum ist jetzt auf einmal so hell? Warum? Vollmond auf einmal, weißt du? Ja, nee, ist klar. Jetzt sieht man auch wieder was. Gut. Wenn das so hell bleibt, dann ist das okay. Mal gerade gucken, ich sehe das ja hier links auf dem Aufnahmeprogramm. Hier seht ihr jetzt auch wieder so ein bisschen was, ne? Also draußen in der Mondscheinnacht können wir rumrennen. Heißt, ich gehe jetzt hier raus. Da vorne, dem hauen wir erstmal einen von Latz. Juhu, komm, Ingo. Liegen bleiben. Beziehungsweise hinlegen. So, kommt sonst noch wer gerannt? So geht's. So siehst du auch was. Hätte ich gesagt, scrollen wir vor, beziehungsweise spulen wir vor auf 4 Uhr, dann können wir wieder loslegen. Da ist was, da ist was. Juhu. Das Eisen können wir mitnehmen. So. Das hier. Jetzt wird's noch heller. What the heck? Ich dachte, wir haben Nacht. So, gib mir mal gerade die Machete, die holen wir nach hier vorne. Die macht mehr Schaden als Holzknüppel, ne? Melee Damage 16, 20, ja noch. Du kleine Drecksau. Wo kommst du her? Du haust ganz schön schnell zu. Muss ich mal sagen. Kleine Drecksau. Jeder hat sich erschrocken. Zum ersten Mal. Uhu. Aber egal, wir rennen auch mitten in der Nacht hier rum. Und weil ich im Inventar rumgewühlt habe. Gut, aber da sieht man, wie schnell es gehen kann, ne? Zwischen ist, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich. Wenn jetzt natürlich ein Hund, da liegt doch einer. Wenn jetzt ein Hund kommt oder so, und dann haben wir ein Problem. Komm her. Ich komme nicht. Ist man da? Nein. Hier zwischen mir? Nein. Zerlegen wir, bevor sie aufstehen können. Solange du keinen einfängst, geht das. Feuer rum. Hätte denn hier bitte ein Lagerfeuer hingelegt? Also von mir ist das nicht. Oh, durchwühlen wir etwas den Müll. Macht ja auch Spaß. Ah, da ist noch was. Guck, hier. Das sieht aus wie so ein Wertstoffhof oder so. Oder, ne? Schrottplatz sind ein bisschen wenig. Autos hier. Die können wir mal direkt nehmen. Danke. So, dann müssen wir auch direkt was trinken. So. Ach, Scheißhaus. Sehr gut. Sehr gut. Zweite Folge rennen wir hier schon nachts rum, weißt du? Das haben wir in den, was weiß ich, wie viele Folgen auf dem anderen Kanal in der, ne, Alpha 17 nicht einmal gemacht. Mr. Hawaii, Mann, hier. Ruhig von hinten, wa? Das haben wir gern. Moppel. Ma. Da, spuck hier nicht rum. Guck mal, wenigstens kackt da Loot. Schön. Graue Stiefel müssen sein. Okay. Nix, danke. Bestimmt hier irgendwo gesessen oder so. Hätten wir. Nochmal Painkiller. Findet man natürlich immer auf dem Schrottplatz hier. Wo auch sonst. Ja. Noch was hier.
kriegen noch unseren Knüppel zusammen, glaub's mir. Sieht's aus, wie viele Dosen haben wir? Noch zwei, wie viel haben wir? 70. Jetzt haben wir 77. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Hier oben war ja noch Dingens. Mülleimer erstmal. Nägel, danke. Ich wollte ihn eigentlich hier zwischenstellen, aber irgendwie darfst du das nicht. Dann mach es halt so. Mir egal. Juhu. Wer zu Hause? Mal die hier klein. 0:47 Uhr. Geisterstunde. Yeah. Was wir können, können die Zombies schon lange. Das sind alles hier so Container mit Schrott, ne? Ein Kochtopf. Nice. Müssen wir noch durchsuchen. Okay, und daneben springen natürlich. Fachmännisch. App. Tasche, klar. Dass man nicht so alles im Müll findet, ne? Ey, nicht kaputt machen, du. Nicht kaputt machen. So, wir haben noch einen, haben wir schon Dingens geskillt hier. Ja, Healing haben wir schon, Food haben wir schon. Dann können wir jetzt noch einen Motherload packen hier. Kaufen. Jetzt auch schon mal mehr Ressourcen kriegen. So, was haben wir hier noch gefunden? Wir sind jetzt bei 125. Dann erstmal Waffen hier gehen. Würde ich gerne schon mal herstellen. Ist zwar wieder nur Level 1, glaube ich. Aber was soll's. Die können wir auch schon anziehen. Nur unsere Pflanzenfaserschuhe los. Ist das hier Daring Adventure? Ich nehme die einfach alle hier. Ist alles scheißegal. Weg damit. Essen können wir auch mal. Hier, warum haben wir denn jetzt Durst? Trink. Okay. Ah, jetzt haben wir hier auch. Okay. Alles klar. So, und der macht 21 Milli-Damage, die macht 20. Heißt, Knüppel bringt mehr als Machete. Ist dann bestimmt gut. Stamina kosten 15, der Knüppel. Stamina kosten 16, okay. Ah ja, eine Stamina ist jetzt nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. Und da haben wir ihn wieder. Jetzt müssen wir nur noch die rosa Farbmod finden. Das hier. Na. Da ist nix. Juhu. Juhu. Wo sind sie? Hör doch wen da drin. Also hier werden wir definitiv nicht bleiben. Das ist viel zu offen. Und die haben ja schon alles kurz und klein gehauen hier. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Hier ist wieder relativ düster. Da sitzt wer. Wir warten erstmal auf den Kollegen da. Kommt der von hinten? Der Fetti? Ey. Liegen bleiben. So. Auch noch ein Ei. 7 Stück haben wir noch. Hui. Liegen bleiben. Noch ein Fetti. Jetzt tut er so, als, ne, als wäre er tot. Bleibt er einfach liegen. Oh, komm schon. Mann, Mann, Mann. Arme Pfeile. Bist du in so einem fetten, verdreckten Körper zu stecken? Hier noch wer? Ich sehe nix. Okay. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, ist auch, langsamer Schluss. Das heißt, nächste Folge werden wir da hinten irgendwo ein Plätzchen suchen, wo wir loslegen können. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, falls noch nicht geschehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.